mal ein bisschen was von dem Boden rausreißen und zu gucken, wie diese Dielen drunter rauskommen. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Es ist Montagmorgen, Vlog ist geschnitten und heute stehen die Bilder auf dem Programm für den Manderladen. Denn am 15. September kommen neue Klamotten online und das fotografieren wir natürlich alles. Und wer den letzten Vlog gesehen hat, weiß, dass es hier jetzt ein Studio gibt, dass wir das uns hier eingerichtet haben. Und diese Lampe noch an und dann fehlt noch die Ringleuchte und dann, boah, ist das hell. Können wir hier direkt Bilder machen? Bevor wir aber Bilder machen, muss ich die ganzen Klamotten vorbereiten, steamen, alle aufhängen in die richtige Reihenfolge. Das ist immer gut, wenn man sich davor so sortiert hat. Und dann muss man sie einfach nur noch runternehmen, anhängen. Und dann kann man sie abfotografieren. Hier hängen schon ein paar Klamotten. Und es sind auch noch einige in einem Karton und die muss ich jetzt irgendwo aufhängen. Am besten hole ich mir nochmal irgendwie so einen Kleiderständer oder so. Also diese Stange, die wir bei dem alten Kleiderständer hatten, die habe ich jetzt für den anderen Kleiderständer genommen. Das heißt, die Stange gibt es nicht mehr. Aber ich habe mir überlegt, ich könnte einfach irgendwie eine Holzlatte nehmen und das dazwischen hinschrauben. Müsste ja auch gut funktionieren. Also das ist ja das Gestänge rechts und links. Und diese Stange schraube ich jetzt gleich wieder unten zusammen. Und die Holzstange habe ich gerade kurz zugesägt in der gleichen Länge wie das unten natürlich. Weil wir hatten ja hier diese Metallstange dran. Aber die ist halt an dem anderen Kleiderständer und deshalb kommt hier das ganze Holzding dran. Also aufgebaut ist schon mal alles. Wir haben hier die Lampen aufgestellt und die Leinwand ist runtergerollt. Jetzt bin ich gerade am Steamen und zwar normal macht es ja immer Marie, aber ich versuche heute mal meinen Klick, die Marie schneidet gerade noch ihr Video und deshalb, ja, mache ich das mal, ich bin sehr gespannt, ob es klappt. Und hier könnt ihr schon ein paar Klamotten sehen, die muss ich jetzt alles steamen. Gerade dieser Artikel hier, ja, der ist leicht verfaltet, aber schaut mal, wie wunderschön er ist. Wie das wohl funktioniert. So. Oh. Keines Teil. Okay, ich probiere jetzt einfach mal ein Glück. Also wie gesagt, das mit dem Steamen hat mega gut funktioniert und ich räume gerade noch mal ein paar Kartons nebenher aus, weil wir warten immer noch auf andere Klamotten. Es fehlt noch ein Paket, was direkt aus Polen kommt. Und ja, es macht nicht so viel Sinn, davor anfangen, die Bilder zu machen. Ist halt immer besser, wenn man dann alles auf einmal kurz durchmachen kann. Das heißt kurz, da brauchen wir schon einige Stunden. Aber trotzdem lohnt sich halt alles auf einmal. Aber gesteamt ist es ja wenigstens schon mal. Und jetzt widme ich mich weiter diesen Kisten hier. Ja, dass man einfach mal hier weiterkommt. Auch ich bin noch Teil von diesem Vlog. Ich habe den ganzen Vormittag und Mittag damit verbracht, mein Video für morgen fertig zu machen. Ich musste noch das Intro drehen und das Voice-Over machen und alles noch schneiden. Damit bin ich jetzt fertig und jetzt machen wir die Fotos für den Shop. Erstmal braucht diese Vlogcam einen neuen Akku. So, ich freue mich! Dann kann der Herbst offiziell losgehen. Dann sind wir bereit. So sieht unser Studio jetzt aus, wenn man reinkommt. Da ist jetzt hier die Bank mit noch ein paar Klamotten von mir, die man dann, oder nicht Mann, sondern ich, jetzt für die Fotos dazu kombinieren kann. Hier hat Alex einen von diesen Rollwegen aufgebaut. Da steht der Computer drauf. Und an den Computer ist die Kamera angeschlossen, damit wir am Computer die Bilder direkt sehen können und auch speichern. Hier sind die Lampen aufgebaut und da ist die Leinwand. Oh, herrlich. Und es sind keine Katzen hier, die jetzt hier durchrennen und kämpfen und sich fangen. Herrlich, oder? Und es ist einfach Platz. Und wir mussten nicht unser halbes Wohnzimmer ausräumen. Den Wagen baue ich noch um als Fotowagen. Das ist richtig geil, weil dann kann man den immer mitnehmen, wo man gerade Bilder macht. Ja, das ist gut. Du könntest so ein Video machen mit ein paar Ideen, was man aus diesen Wegen machen kann. Weil ich glaube, viele haben diese Wegen und wir haben jetzt sehr viele von denen, weil in der vorletzten Wohnung weniger Platz war. Und jetzt mittlerweile sind wir so ein bisschen überfordert, was wir mit diesen ganzen Wegen machen sollen.
können euch hier mal unseren Workflow zeigen. Und zwar fotografieren wir immer und die Kamera ist halt hier über ein USB-Kabel angeschlossen. Und dann sieht man die direkt immer hier. Und hier geben wir den Sternebewertungen, wenn sie uns gefallen, 5 Sterne. Und dann sortieren wir quasi halt während dem Fotografieren eigentlich schon aus. Es halt spart unfassbar viel Zeit. Diese Kamera hier, mit der machen wir Videos. Also wir wollen dieses Mal halt Videos haben, damit man so ein bisschen besser sehen kann, wie die Klamotten fallen, wie sie aussehen und um halt irgendwie unnötigen Rücktransport zu vermeiden. Also gerade, damit man nicht so schnell irgendwie was zurückschickt, weil man halt irgendwie gedacht hat, es sieht so und so aus, dass man halt einfach sieht, so sieht's aus und dann passt's. Ah, das war dumm rumgelaber gerade. Zumindest ist es mal so unsere Idee. Wissen wir ja noch gar nicht, ob das was bringt. Ja, wollten wir nicht neu absetzen. Ich habe gedreht wie ein Idiot. Du hast so geredet wie immer, oder? Weiß nicht, ich kam mir richtig bescheuert vor gerade. Manchmal kommt man sich richtig bescheuert vor beim Reden. Ja, auf jeden Fall ist das die Idee. Mal gucken, ob es klappt. Noch kurz. Dann haben wir es gleich. Irritiere ich nicht. Okay. Woo! It's a wrap! Wow! Ganz schön viele Sachen fotografiert. Sieht auch schön aus, was du da anhast. Ich finde, das ist so ein richtig gutes, gemütliches Büro-Outfit, was aber trotzdem krass schick. Also, wenn ich mir das jetzt noch vorstelle, mit hohen schwarzen Schuhen oder so. Ja, dann ist es. Aber ihr könnt halt auch sowas mit der Hose machen. Ohne Probleme kann man im Schneider sitzen, weil das ist nämlich so ein Jersey-Stoff, also ein Sweat-Material. Und das ist das gleiche Material wie auch unsere kurze Hose. Nee, noch dürft ihr nicht hier rein. Hier ist immer noch alles dreckig da oben. Und da liegen noch lauter Kabel und so. Ihr müsst noch draußen bleiben, Specki. So. Tutu. Also ich wollte eigentlich noch eine Runde Sport machen, aber jetzt habe ich mir schon überlegt, ich wollte für mich auf jeden Fall heute noch machen, mal ein bisschen was von dem Boden rausreißen und zu gucken, wie diese Dielen drunter rauskommen. Wisst ihr, man muss dazu sagen, es ist 19.20 Uhr und ich dachte, ich war so richtig ready, dass wir jetzt was zu essen machen. Ja, kurz. Das dauert nicht so lang. Es ist immer kurz, noch irgendwas machen bei dir. Au. Entschuldigung. Ich war gerade im Beschwermaut. Halt mal die Kamera. Ja, okay. Wie gehst du da jetzt vor? Ich hab 2 Meißel. Häng jetzt erstmal die Tür kurz aus. Es ist jetzt so eine richtige Alex-Aktion, Leute. Jetzt warte doch, ich filme ja gerade noch nicht mal auf dich. Heieiei. Schneller als der Blitz immer mit deinen Sachen. Ich darf ihn nicht lang brauchen. Aber guck mal, das ist unterm Türrahmen, wenn ich mal kurz einen Klugscheiße rein. Ja, das kracht bestimmt hier in der Tür. Oh Gott. Hä? Ist das eine Fläche? Sieht so aus. Geht da was oder geht da nix? Ich geh mal in die andere Richtung. Ah, fliegt das jetzt auf mich? Ja. Ah, schön hingeklebt. Nee, genagelt. Ah ja. Geil, sowas liebt man ja nicht. Achtung mit den Nägeln, gell? Jetzt, wie krieg ich das da hochgehoben? Ich brauch mein Nageleisen. Ich muss nur einmal am Rand rauskriegen. Ich hab keine Lust mehr. Was? Nix, ich rede mit der Kamera. Was hast du gesagt? Dass ich keine Lust mehr hab. Was? Das hier jetzt. Jetzt mach doch gut. Du kannst ja auch schon lange schon mal was gucken. Nee, jetzt mach deine Aktion zu Ende. Ich will das ja filmen. Nein, ich reiß den ja komplett raus. Heute. Nein, Schatz. Sag mal auf damit. Das ist Spaß. Ich brauche ein anderes Werkzeug, glaube ich. So, jetzt. Hier, oh, hallo. Was geht, was ist das? Der Boden wurde mit Unterlegscheiben ausgeglichen, auch mit so Scheiben. Wahnsinn. Macht man das? Ach, Quatsch. Ach, Quatsch. Gute Trittschalldämmung. Hä? Oh, schick. Hä, aber was ist da in dem Bad? Da fehlt ja dann der Boden, weil das ist ja gar nicht.
wo du drauf stehst, der Boden. Ach, im Bad. Ich habe verstanden, im Rad. Nein, im Bad. Badezimmer. Wow. Ja, ich könnte mir vorstellen, dass das ganz cool aussieht. Ich glaube halt, mit dem hört man dann jetzt wirklich jeden Schritt unten. Dann ist ja erstmal egal, solange wir noch keine Kinder haben. Das ist ja jetzt nur mal vorläufig. Genau. Dann hört man halt die Einbrecher direkt, wenn sie hier oben sind. Wie sollen die Einbrecher hier reinkommen? Übers Dach abseilen, wie bei Mission Impossible. Schatz, jetzt reicht aber doch, oder? Ich will noch ein bisschen mehr sehen davon. Achtung, oh Gott, die Glastür. Hab's vermisst. Ich nicht. Ist das eine verrückte Drittschalldämmung von. Aber die zerfällt gerade so, gell? Mhm. Guck mal, da sieht man aber, auch hier wurde einfach gestrichen und auf dem Boden natürlich geschissen. Ja, aber ich glaube, das sieht so richtig, richtig geil aus, wenn wir den abschleifen und dann. Ja, entweder wir machen Öl in den oder wir. Nee, weiß wollten wir ihn noch machen. Vielleicht. Den Mais, ja. Das dachten wir, sieht vielleicht richtig schick aus. Aber wie lösen wir jetzt dieses Badproblem? Weil das ist hier ja genau eine Ebene. Ja, aber irgendwas ist da bestimmt auch drunter, oder? Oder da war ja nicht schon immer ein Bad. Guck mal, das ist doch nur ein dünner Vinyl, der draufgeklebt ist. Aha. Also da ist drunter das Gleiche? Ja. Und leider mit Kleb drauf. Das heißt, beschissener zum Schleifen. Ja, total beschissen. Ja, aber dann lass doch den Vinyl drauf. Der ist doch abartig hässlich. Guck mal, da ist nämlich was anderes. Hey, ist doch Holz, oder? Nee, das ist doch wie so eine Pressspanplatte. Was wir uns überlegt haben, dass wir hier die Dusche, also irgendwann wollen wir vielleicht eh das Bad machen, das komplette Dach, aber wir wissen ja noch nicht wie. Und man könnte auch erstmal hier diese Wand auch rausnehmen, diese schön tapezierte Wand. Und die Dusche und dann könnte man gucken, vielleicht findet man auf eBay Kleinanzeigen so eine geile Badewanne, so eine größere mit so Füßchen, so eine Oldschool-Badewanne, die einfach so im Raum steht. Fände ich eigentlich cool. Aber dann muss da was anderes drunter, oder? In Hotels habe ich das schon gesehen. Ja, aber in Hotels hatten sie bestimmt nicht echte Holzboden, doch, wo man dann wild drin. In was für einem Hotel warst du, wo ich nicht dabei war und du so eine Badewanne hattest auf so einem Boden? Okay, hast mich erwischt. Damit ihr mal so eine Vorstellung habt, wie wir uns das vorgestellt haben, hier mal auf Pinterest so ein Bild. Das sind jetzt so weiß lackierte Holzdielen und so irgendwie wollten wir das oben machen. Also so haben wir uns das vorgestellt. Irgendwie findet man nicht so viele Bilder. Normalerweise ist das so, wenn man jetzt hier zum Beispiel so ein Bild anklickt bei Pinterest, ich weiß gar nicht, geht das eigentlich am Computer auch? Nur an der App, glaube ich. Ah, weil am Handy kann man nämlich so reinzoomen und dann zeigt es einem von diesem Detail andere Bilder an. Und hier muss man dann einfach runter und irgendwie gibt es ja gar nicht so viele weiße Holzdielen lackiert, aber so ein bisschen Loft-Style, vielleicht auch so in der Art. So, ah ja. Und dann gibt es ja ganz viele. Oh. Ja, so. Ja, so, ne? Wird es sein, weil so ist hat mal eher genau. Vorgestellt. Richtig ich cool, finde ich. Das sieht richtig cool aus. Genau, dann gucken wir mal, was wir da oben sonst noch machen. Außer der Badewanne, vielleicht auch noch ein paar andere Sachen. Ja. Aber vielleicht lassen wir da eine Wand so roh verputzt, dass es so ein bisschen rough aussieht und die Wände dann auch geil gestrichen weiß und einen dieser Kamin. Vielleicht holen wir da die Balken auch raus. Weil hinter dieser komischen Tapete sind halt so Holzbalken auch, die das Dach halt tragen. Ich habe gesehen, dass unter dem letzten Vlog auch jemand gefragt hat, was eigentlich der ehemalige Besitzer gesagt hat zu den ganzen Veränderungen, die wir vorgenommen haben. Und er hat gesagt, er findet es alles sehr cool. Also vor allem auch von unserer Küche war er sehr begeistert und der Boden hat ihm richtig gut gefallen. Keine Ahnung, ne? Kann ich ja jetzt nicht sagen, ob er das wirklich so gemeint hat oder ob er höflich sein wollte. Aber so mein Eindruck war, dass er es schon ernst gemeint hat. Also er war nicht so, oh, okay, cool, ganz schön anders oder so, sondern das hat schon sehr aufrichtig gewirkt. Man weiß es natürlich nie mit Gewissheit, ne? Nicht, dass das jetzt irgendwie relevant wäre oder so. Jams, so sieht's aus. Köstlich wieder mit Hefeflocken drüber. Es gibt dem Ganzen einfach so eine käsige Nuance. Käsige Nuance, der ist ein bisschen Resteverwertung geworden, gell? Weil ja. Wir ja immer noch aus einem kleinen Kühlschrank leben und da waren jetzt nur Frühlingszwiebeln und Zucchini drin. Ja.
Den Rest haben wir gestern verarbeitet. Das stört mich so sehr, wenn ich da durch die Kamera gucke. Das ist noch vom Vorbesitzenden, das passt halt so gar nicht hier rein. Null. Aber ich habe schon geschaut, ich habe dir das noch gar nicht gezeigt. Aber bei Plissé-Experte kann man so Plissés kaufen und dann sind die auch nicht so schweineteuer, weil sonst sind die echt richtig teuer. Jungs, kommt rein, es wird frisch. Komm. Beweg deinen fetten Po rein. Hallo. Der andere noch reinholen. Komm. Komm rein. So. Dann frühstücken wir eine Runde. Oh, I got you. There's no reason to. Chasing pavement on my own. Während wir hier frühstücken, mache ich gleichzeitig noch ein bisschen Computerkram und bin gerade durch meine E-Mails durchgegangen. Schaut mal, was ich hier für eine E-Mail bekommen habe. Denkt man erstmal von YouTube, hier unten steht sogar Copyright 2019 YouTube, bla bla, USA und so weiter. Und es sieht erstmal tatsächlich aus wie so eine YouTube-Support-Mail. Absender ist YouTube-Support. Und mir hätte es aber auch daran auffallen können, dass es an die falsche E-Mail-Adresse ging. Hm. Weil bei YouTube bin ich mit einer nicht öffentlichen angemeldet. Naja, und auf jeden Fall steht hier, man muss diese ganzen Sachen ausfüllen. Erstmal, in eine Sekunde lang habe ich so gedacht, was ist das? Und dann geht man hier oben, guckt man einfach mal, wer ist denn der Absender? Ich glaube nicht, dass YouTube so eine E-Mail hat, @mail.ru. Und ich glaube auch nicht, dass YouTube möchte, dass du irgendwo per Mail dein YouTube-Passwort umschießt. Das ist wieder so eine richtig üble Falle. Und man denkt immer, naja, da fallen nur alte Leute drauf rein, aber ich glaube, das ist gar nicht so unwahrscheinlich, dass jemand so mit halboffenen Augen das liest und sich so denkt, oh scheiße, mein Kanal wird geschlossen und das dann ausfüllt oder so. Das ist so eine üble Frechheit. Mein Papa wurde doch mal am Telefon sogar so verarscht. Echt? Da haben sie ihn doch angerufen und behauptet, ja, hallo, hier Vodafone, irgendwas. Er müsste jetzt, sie müssen irgendwas überprüfen oder es gab irgendwas war. Und, oder er konnte irgendwie eine kostenlose Option buchen und dann musste er seine Kundendaten durchgeben. Und dann hat sich rausgestellt, das war gar nicht Vodafone, sondern es waren halt irgendwelche Betrüger. Und dann hat Vodafone das aber gecheckt, weil es irgendwelche Unstimmigkeiten auf seinem Konto gibt. Keine Ahnung, also es ist nichts Schlimmes passiert. Aber wie krass ist das denn? Also per Mail, da gucke ich immer direkt in den Absender und rechne schon mit so einem Schick. Aber per Telefon rechnet man da schon nicht mit. Mm-mm. Und die haben ihn richtig oft angerufen. Voll krass. Schön aufpassen, Leute. Immer kritisch hinterfragen alles. Ich glaube, wir haben noch gar nicht erzählt, wo wir jetzt hingehen. Wir haben nämlich heute einen Termin in Bayern, beziehungsweise eigentlich bin ich nur die Begleitung. Alex hat einen Termin. Es ist gar nicht in Bayern, habe ich gerade festgestellt. Es ist noch in Baden-Württemberg, aber fast am Bodensee eigentlich. In Horgenzell. In Horgenzell. Oh mei. Klingt schon sehr bayerisch. Genau, da fahren wir jetzt gerade hin. Dann drehen wir dort was und dann fahren wir wieder zurück. Das ist für heute unser Plan. Deswegen haben wir die ganzen Fotos auch gestern gemacht. Weil es am Sonntag ja schon soweit ist. Mein Gott. Morgen müssen wir die dann alle noch ein bisschen bearbeiten, beziehungsweise nur so ganz leicht die Farbe und vielleicht hier und da ein Katzenhaar wegretuschieren. Und dann müssen wir sie wegschicken. Juhu! Every day we dance and life's been smiling. We're not young, still drunk in love. Oh, I got you, there's no reason to. So, an alle Nordlichter. Das sind die Alpen! Richtig cool, wie schnell man da einfach ist. Also ich meine, okay, es sind schon noch sehr weit weg, aber wie schnell man sie sehen kann von uns aus. Wir müssen aber immer noch eine halbe Stunde fahren. Wir gurken eigentlich die ganze Zeit nur auf solchen Straßen. Eigentlich ist es insgesamt gar nicht so weit. Ich glaube 116 Kilometer hast du gesagt, gell? Mhm. Aber da wir nur solche Straßen fahren, zieht sich das ganz schön. Dann ist auch in vielen Orten, wir fahren durch viele Orte, Baustelle und dann gurkt man so irgendwelche ganz schmalen Wege lang. Das ist richtig verrückt, aber es ist richtig schön. Und das Wetter heute ist herrlich. Seht ihr? Blauer Himmel. Und wir unterhalten uns gut. Ja. Eine schöne Fahrt. Wir sind angekommen. Oh mein Gott, jetzt habe ich schon richtig Bock, Äpfel zu essen. Also wir sind hier auf einem Obsthof.
Ja, und Alex, der telefoniert gerade, aber der ist hier eben zum Drehen und wird euch da bald mehr zu erzählen. Es ist sehr, sehr interessant. Ich wusste nicht, dass man so viel über Äpfel wissen kann, wie uns hier schon erzählt wurde. So. Schönes leuchtendes Rot, so ein Apfel, der gefällt mir. Da kann ich pflücken, kann ich in Verkauf geben und ich weiß, jeder, der ihn probiert, der schmeckt ihm. Und je fester oder je unreifer und stabiler das Fruchtfleisch ist, umso mehr Kraft brauche ich und ich zeige es mir praktisch hier an der Skala an. Das sind jetzt praktisch 7 Kilo pro diesem Stempel, das ist ein Quadratzentimeter, dann habe ich einen Festigkeitswert von 7 Kilo pro Quadratzentimeter und das heißt für Santana, er ist noch ja, praktisch er ist bissfest. Bissfest noch, der ist jetzt lagerfähig. Also hier zum Beispiel, ihr seht ja, hier sind die ganzen Apfelreihen. Das ist jetzt die Sorte Santana und die sind jetzt auch schon reif zum Ernten. Da vorne war, hieß es Topaz? Ich bin mir nicht mehr sicher. Auf jeden Fall sind die noch nicht ganz reif. Erst so nächste Woche oder so. Und dazwischen sieht man immer wieder, hier so am Ende sind so andere Gewächse. Hier zum Beispiel auch, das nennt sich Pfaffenhütchen. Sieht nämlich total süß aus. Wie so kleine Hütchen. Und das ist, das wird gemacht, damit das ganze Jahr für die Insekten was zum Futtern da ist. Weil hier, diese Gänge mit Apfelbäumen, da ist die Blüte natürlich terminiert. Die blühen im April, Mai rum so. Und danach ist ja da keine Blüte mehr. Und damit aber immer was da ist, sind hier immer so in regelmäßigen Abständen noch andere Sachen. Und das macht natürlich total Sinn, wenn man darüber nachdenkt. Aber irgendwie vergisst man das voll. Man pflanzt so seine Sachen an und dann haben ja aber die Insekten brauchen halt das ganze Jahr was. Ich finde es total spannend, sich mal da so Gedanken drüber zu machen. Und Alex hat so mega viele Fragen gestellt zum Thema natürliche Schädlingsbekämpfung und so weiter, weil das hier halt so ein Biolandhof ist. Und was sie da nehmen, dann erzählt er so von Nematoden und von Neem und solchen Geschichten, mit denen wir uns schon auseinandergesetzt haben für unsere Monstera und so. Was echt sehr interessant ist, weil, dass man das auch mal draußen verwenden könnte, darum habe ich jetzt zum Beispiel gar nicht gedacht. Wir hätten ja so mit unseren Hochbeeten so Blattlausprobleme und sowas. Wäre auch eine gute Idee gewesen eigentlich. Und so sieht jetzt die Ernte aus. Also hier werden tatsächlich schon eine Apfelsorte geerntet. Es gibt 6 so kleine Förderbänder, jeder hat sein eigenes, also auf 3 Ebenen. Und insgesamt geht es dann halt auf ein großes Förderband und hinten dann in diese großen Apfelkisten. Ich habe gerade auch mal gefragt, warum die Bäume so aussehen, wie sie aussehen, weil wir hatten früher einen Apfelbaum im Garten und der war halt so voll wuchtig und buschig und die sind ja echt eher so lange Stängel nach oben. Und zwar hat es den Vorteil, dass halt hier der Wind richtig gut durchwehen kann quasi und dadurch Pilze nicht so leicht entstehen, weil Pilze entstehen immer dann, wenn es halt feucht ist und dadurch, dass der Wind hier so durchgehen kann, entstehen nicht so leicht Pilze an den Bäumen und es ist halt auch viel leichter, irgendwelche biologischen Pflanzenschutzmittel anzubringen. Da oben gibt es auch so Drähte, das sind so Pheromone, die da hingehängt werden und dadurch werden die Schädlinge nicht, also die zum Beispiel Würmer oder sowas nicht geschädigt, sondern die werden einfach nur so ein bisschen verunsichert und paaren sich dann an dieser Stelle quasi nicht. Und normale Pflanzenschutzmittel töten die halt einfach und hier wird vor der Paarung schon eingesetzt, dass die halt einfach da weggehen. Was sagst du zum Apfel? Lecker. Das ist auf jeden Fall mega köstlich. Diese Sorte nennt sich Santana und der wird auch Allergiker-Apfel genannt, weil also ungefähr 5%, glaube ich, der Menschen sind... Wird er, glaube ich, nicht wirklich genannt. Nee, aber es ist auf jeden Fall ein Apfel, der für Allergiker nicht so schlimm ist, weil ungefähr 5% der ganzen Menschen haben eine Apfelallergie und davon wieder 5% können diesen Santana nicht essen. Also 95% aller Allergiker können den Santana essen. Ohne dass sie halt so genau, Juckreiz oder geschwollen Mund oder sowas kriegen. Aber ich glaube, mit so medizinischen Aussagen muss man vorsichtig sein, wurde uns erklärt, ja. Weil man dafür dann wieder Studien braucht und solche Sachen. Aber die Erfahrung zeigt das. So, ja. Schmeckt das war sehr lecker. Weil so säuerlich und so knackig, kein bisschen mehlig, nicht so süß. Genau deins, so, gell? Ja. Ich liebe immer Äpfel, aber Marie ist eigentlich nicht so der Apfelfan. Aber also eigentlich dachte ich immer, Äpfel sind so ein bisschen langweilig. Ich finde noch jemand Äpfel halt so ein bisschen langweilig. Und ist aber echt richtig gut, finde ich. Ja. Weiß nicht, ob ich die Sorte aber schon mal
so bewusst wahrgenommen hat. Müssen wir mal gucken. Fast wieder zu Hause. Wow, das zieht sich schon ein bisschen, muss ich sagen, diese Fahrt. Und gefühlt überall sind die Straßen gesperrt, auch jetzt wieder auf dem Rückweg. So viele Umleitungen gefahren. Und unsere Handy-Akkus sind beide fast leer, deswegen haben wir halt das Autonavi an. Das ist schon ein hartes Luxusproblem. Aber das Autonavi ist halt einfach schon ein bisschen älter und sagt uns dann ständig, dass wir auf nicht existenten Routen rumfahren. Das ist ein bisschen schwierig, wenn man dann plötzlich nicht weiß, wo man lang muss. Naja, good old, wie sagt man, Shell Atlas, mit dem sind meine Eltern früher immer gefahren. Ein fettes rotes Europa. Buch lag im Auto. Okay, damit sind sie nicht so im Alltag gefahren, sondern halt in den Urlaub oder so. Das war wirklich so, da hatte man eine Verantwortung als Beifahrer, wenn man diesen blöden Atlas ja, das musste. Weiß ich auch noch. So ein richtiger oh Druck, gell? Das war ein richtiger Druck, aber ich habe es als Kind gern gemacht bei Urlaubsfahrten mit meinem Papa immer geguckt. Ja. So. Ich weiß noch, als wir dann so die ersten Navis hatten, hat mein Papa den nicht so richtig vertraut und dann musste ich trotzdem immer... Musst du es kontrollieren. Dann musste ich noch gucken, ob man noch, doch noch irgendwie anders fahren kann und sowas. Also am Anfang war trotzdem immer noch die Karte im Stand, jetzt natürlich auch schon lange nicht mehr, auch bei meinen Eltern natürlich nicht. Nicht mehr. Oh, da habe ich wohl noch eine Haarspange in den Haaren. Die hat mir Marie gerade reingemacht. Und wir haben noch was gegessen hier und noch ein bisschen auf der Couch gechillt. Wir schauen gerade Mindhunter. Ich weiß nicht, ob wir es schon mal erzählt haben. Das ist, am Anfang haben wir gedacht, oh, keine Ahnung, ob es wirklich so gut ist und sowas. Aber mittlerweile finde ich die Serie richtig gut. Wie findest du sie, Schatz? Ja, yeah, also wir haben die halt auf Empfehlung angeschaut und jetzt mittlerweile sehr gut. Am Anfang war es ein bisschen zäh, aber jetzt cool. Und ich habe gerade den Staubsauger geholt. Ich habe erst auf die Uhr geguckt und dann so gedacht, kann man jetzt wirklich noch saugen? Und dann ist mir eingefallen, klar, unter uns wohnt niemand mehr, über uns auch nicht. Also warum auch nicht? Da habe ich noch einen Sauger geholt, weil hier war überall wieder Katzenstreu verteilt. Dieses Katzenstreu ist ein Riesenscheiß. Ja, jetzt sehe ich gerade, hier ist immer noch Katzenstreu. Ich glaube, da muss ich nochmal ran. Wir müssen, glaube ich, echt dieses Neue holen, was mir da eine Zuschauerin empfohlen hat. Ja, das Katzenstreu ist einfach riesig. Das ist wirklich ein Riesen-Kieselstein. Nee. Ja, viel Dreck machst du. Wieder mal haben wir es gestern nicht auf die Rille gekriegt, den Vlog zu beenden, deswegen machen wir das jetzt. Dabei hatte ich noch die Kamera abends kurz vorm ins Bett gehen, als ich gesaugt habe draußen. Ich hatte es gestern gar nicht im Schirm. Ich dachte, wir vloggen heute weiter für diesen Vlog. Wir vloggen ja auch weiter, aber für den nächsten Vlog. Confusing. Ja. Wir hoffen, es hat euch gefallen und wir wünschen euch einen schönen Tag, Mittag, Abend, Nacht. Genau, halt. Am Sonntag wird es ein Q&A geben, ein zusätzliches. Denn am Sonntag werden auch neue Mandaladenklamotten online gehen und sowas. Ja. Wir haben uns gedacht, weil viele auch gefragt haben, ob wir nicht mal wieder ein Q&A Sonntagsfragen machen können, dass wir das jetzt am Sonntag machen und deshalb unter diesem Vlog Kommentare, was euch so interessiert, genau. Was ihr wissen wollt. Wir werden auf jeden Fall auch noch was zu den Renovierungskosten sagen hier dazu, weil das ja auch schon viele gefragt haben und sowas. Und wir das ja immer mal beantworten wollten und nie gemacht haben. Das passt da ganz gut rein, würde ich sagen. Genau. Ich habe hier auch schon die Klarsichtfolien mit den Belegen vor mir liegen. Also alle Fragen, die ihr habt, in die Kommentare stellen. Und jetzt schönen Tag, Mittag, Abend, Nacht. Macht's gut. Tschüss.